Ja, hi. Willkommen bei den Repeat Offenders. Ich bin der Jens Wolber. Ich habe ein bisschen Bindekram dabei heute und ich möchte euch eine meiner Montagen mal vorstellen. Komplett simpel, innerhalb von ein paar Minuten zu binden und in einer bestimmten Situation für mich absolut unerlässlich. Und diese Situation ist das Distanzangeln. Wer mich kennt, weiß sicherlich, dass ich super gerne geflochtene Vorfächer, sehr flexible Vorfächer angle, weil ich einfach denke, der Fisch merkt dort weniger Widerstand beim Aufnehmen. Wer bei mir in den Kasten guckt, sieht, dass ich fast nur geflochtene Vorfächer habe. Die haben aber einen entscheidenden Nachteil beim Distanzangeln, meiner Meinung nach. Denn beim Distanzangeln kriege ich ja kleine Bewegungen, Berührung am Köder nicht unbedingt mit. Auf einer Distanz von 200, 300 Metern wird es halt noch nicht übertragen an den Bissanzeiger. Und ich möchte beim Distanzangeln wissen, dass ich mit einer sauberen, fangfertigen Montage angel, auch wenn das Ding mal 48 Stunden auf irgendeiner entfernten Sandbank liegt. Und beim Thema Wasservögel, beim Thema Brassen, ja, kann es immer mal wieder sein, dass ein Geflechtvorfach verdreht wird und nicht mehr fangbereit ist. Und da ist für mich, schlägt dann die Zeit, die Stunde des Monovorfachs. Und ich wollte euch einfach mal mein Monovorfach vorstellen, was ich nehme, wenn ich wirklich auf 200 Meter plus angeln. Viel brauchen wir dazu nicht. Wir brauchen ein bisschen Fluo, ein paar Haken. Ich nehme noch ein paar Wirbel, um das ganze Ding an meinem Blei zu befestigen und ein bisschen Schrumpfschlauch. Und vielleicht ein paar Bindehilfen. Ich fange also an, indem ich mir eine vernünftige Länge hole und ich baue meistens, um die reproduzierbar zu machen, mehrere Rigs auf einmal, um immer wieder die gleiche Länge zu haben. Ich mache also meistens mehrere gleichzeitig. Ja, ich habe hier einen 20 Pfund IQ von Corda. Ich kriege dafür kein Geld, aber das Material ist wirklich gut. Ich schneide mir davon ein paar in der Länge von ungefähr 35 bis 40 cm zu. Die Rigs selbst werden natürlich später kürzer. Ich binde nämlich durch, das heißt, bei mir ist dann auch das Haar aus dem gleichen Material. Ich möchte ein steifes Haar, was ich nicht um den Haken schlängeln kann oder sowas. Und ich binde damit natürlich dann auch all die Knoten, sodass sie dann deutlich kürzer werden. Ja, um den Abstand hinzukriegen, fange ich normalerweise natürlich an mit dem Haar selbst. Also einfach eine Schlaufe reinbinden. Das ist so ein Fummelkram, dass ich meistens einfach nur eine Boilie-Nadel zur Hilfe nehme. Was ich gerne als nächstes mache, um den Abstand wirklich exakt bestimmen zu können, den ich haben will, ich nehme einfach die Ködergröße, die ich auch beangeln will und ziehe schon mal zwei Köder auf, um wirklich den Abstand beim ersten Rig ganz genau einstellen zu können. Ich benutze bei der Distanzangelei sehr gerne große Köder. Ich möchte nicht, dass ich dort zweimal oder dreimal in der Nacht eine Brasse aufhängt, die ich dann umständlich abhaken muss, mit dem Boot rüberfahren muss, mit dem Echo, mit der Lampe oder sowas meinen Spot wieder suchen muss, macht dann richtig viel Alarm auf der Stelle und dann weiß den Rest der Nacht nichts mehr. Ich möchte also relativ große Köder haben. 220er sind für mich eigentlich immer so der Standard. Da ziehe ich meinen Mono erstmal durch. Ihr solltet hier ein bisschen drauf achten. Ich will einerseits natürlich harte Köder haben. Ja, ich möchte, dass die Köder da draußen 24 bis 48 Stunden liegen können. Die dürfen aber nicht so hart sein, dass ich beim Durchziehen des Haares den Knoten sprenge. Das ist immer ein Problem. Der Knoten ist relativ groß beim Anfertigen mit Monomaterial. Kleiner Stopper. Wenn ich wirklich größer werden will von den Ködern, kann ich das natürlich immer noch machen, indem ich einfach einen Extender-Stop oder so einbaue. Dann habe ich hier sicherlich auch Platz für zwei 22er oder vielleicht sogar 24er Murmeln drauf. Also, na, die beiden 20er fertig draufgezogen. Als nächstes fehlt natürlich der Haken. Und wo ich bei meinen Geflechtvorfächern gerne den Longshank zum Beispiel von Solar angel mit dem wirklich langen, langen, geraden Schenkel, mag ich hier was ein bisschen aggressiver gebogen ist. Und die hier finde ich wirklich toll.
die Captors, die Curve Shanks und natürlich gerade hier die Größe 4. Ich finde die für eine 4 schon relativ kräftig, sodass ich also auch wirklich Vertrauen da drin habe, auch auf einer größeren Entfernung. Und toll ist natürlich diese extrem scharfe Spitze, die extra noch dieses Gummi drauf hat, ja, um die Spitze zu schonen. Die sind wirklich toll. Also 10 von 10 sind positiv bei der Fingernagelprobe direkt aus der Packung. Habe noch nie so gute Haken im Endeffekt gesehen. Und binden tue ich das hier der Einfachheit halber. Das ist ja wirklich ein Vorfach, was schnell gehen soll. Wirklich No-Knot-Style. Das heißt, ich ziehe von oben durch die Öse. Suche mir jetzt eine Distanz, die ich haben will. Ich will relativ hart ran. Ich mache es hier meistens zwischen einem halben Zentimeter und einem Zentimeter Abstand zwischen dem Hakenschenkel, dem Hakenbogen und meinem unteren 20er und fange dann an, einfach mit einem No-Knot. Ja, beim No-Knot bitte immer darauf achten, der Hakenbogen ist natürlich irgendwo gebogen und ist fest. Ich fange nicht an der Seite an, wo dieser kleine Grat ist, sondern immer auf der anderen Seite. Ich gehe dazu einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal durch, halte fest, gehe eins, zweimal und dreimal zurück und beim dritten gehe ich diesmal von oben wieder durch die Öse. Ja? Also, es soll so aussehen, dass das Rig oder das Vorfachmaterial auf jeden Fall nach unten aus der Öse austritt. Und das war's schon. Und wie wir sehen, macht dieser Haken einen relativ aggressiven Bogen. Ja, der steht relativ gut von dem Material ab, sodass, wenn er aufgenommen wird, er relativ schnell sich setzt. Mag ich sehr, sehr gerne. Um das Vorfach ein ganz bisschen oder das Haar so ein ganz bisschen an den Haken ranzukriegen, ziehe ich gerne immer noch ein Stück Shrink Tube rüber, um einmal hier mein No-Knot zu schützen, um das Ganze ein bisschen unauffälliger zu machen und um dem Haar hier ein ganz bisschen mehr Führung zu geben, dass es nicht von hier wegsteht. So, damit ist die Montage ja eigentlich schon fast fertig. Ja. Ein schöner, aggressiv abstehender Haken. Schrumpfen müssen wir noch. Und früher habe ich hier wirklich nur eine Schlaufe reingebunden und habe die Sache dann mit Hilfe von so einem Quick-Change-System, die kennen sicherlich auch alle von uns, mit so einem Quick-Change-System einfach rangestöpselt und konnte schnell auswechseln. Das Problem bei so einem Quick-Change-System, hier kommt ja noch dieser Gummischlauch drüber, der das Ganze fixiert, war natürlich, dass ich bei einem steifen Vorfach und einer steifen Verbindung zum Blei gar keine Flexibilität mehr hatte in dem Rig. Ja, das Rig wollte immer in Verlängerung fallen von dem Quick-Change-System. Und ich hatte immer Angst, dass, wenn ein Köder angehoben wird von einer Lize oder sowas und versucht, in die andere Richtung umzufallen oder sowas, dass dann sowas hier entsteht. Irgendeine Schlaufe, die blöd am Gewässergrund liegt. Deswegen wollte ich irgendwas haben, was hier definitiv ein ganz bisschen Spielraum ermöglicht. Und deswegen binde ich seit einiger Zeit einfach mit einem Wirbel, wo noch ein kleiner Ring dran ist, sodass das Vorfach hier an dem Ring ist und in jede Richtung umfallen kann, falls es aufgenommen und wieder ausgeblasen wird oder sowas. Binden hier ganz einfach, einmal durch, fünfmal umeinander wickeln und wieder durchstecken und anziehen. Wie oft ihr wickelt, ist letztendlich fast egal. Je dünner das Material ist, desto öfter solltet ihr wickeln, damit der Stress auf das dünnere und empfindlichere Material auf eine größere Fläche aufgeteilt wird. Bei hier 20 Pfund Material reichen mir 5 Wicklungen. Aber es kann natürlich jeder nach Gusto oder nach Vertrauen ins Material machen. So, ein paar Mal rumwickeln, durchziehen, nass machen, festziehen. Und das Festziehen, gerade bei Monovorfächern, das sollte man wirklich gut kontrollieren. Die sind ein bisschen empfindlicher, meiner Meinung nach. Die Knoten ziehen sich nicht gut zu. Ich habe mir irgendwann mal hier dieses Bindetool gekauft von Mika. Echt ein tolles Ding. Denn früher habe ich meine Reißproben oder sowas immer gemacht, indem ich die Schere hier eingehangen habe. Und ich war mir nie ganz sicher, ob ich nicht die Spitze eventuell beschädigt habe. Heutzutage wirklich einfach. Hier haben wir verschieden große Aussparungen drin. Reinhängen, mit dem Finger draufbleiben. Und die andere Seite mache ich immer mit den Zehen. Ziehe es wirklich zusammen, kontrolliere nochmal den Knoten, mache nochmal Druck drauf und dann mache ich gerne eine Belastungsprobe. Nicht so stark, dass ich das Material schädige oder so, aber ich will wissen, hält mein Knoten oder zieht er sich noch weiter auf, wenn ich hier, naja, 5-6 Kilo Druck mache. Der sieht gut aus. Nochmal von der anderen Seite. Ja, den können wir so lassen. Ich schneide ab,
Wer sehr paranoid ist, kann jetzt natürlich mit dem Feuerzeug hier noch so einen kleinen Blob draus machen. Ja, dass es definitiv nicht über den Knoten rauszuziehen ist. So, und damit ist es fertig. Ich habe hier ein relativ kurzes. Je kürzer die sind, desto steifer werden die natürlich. Denn ich will ja hier draußen was haben, was ich nicht verheddern kann. Mit einem sehr, sehr steifen Haar. Das Haar wird also eine große Mühe haben, sich irgendwie so zu verschlingen und einen Boilie so reinzupieken, wie man das manchmal bei den Geflechthaaren hat. Und die ganze Sache ist relativ verhedderungsfrei. Ja. Und wenn wir jetzt noch mit ein bisschen Wasserdampf den Shrinktube behandeln, können wir auch noch mal darauf achten, dass wir das Flurmaterial im Wasserdampf schön strecken. Ja. Die Dinger verformen sich manchmal, aber mit Wasserdampf, mit ein bisschen Hitze, sind die eigentlich sehr schön in eine Form zu biegen, die sie dann auch beibehalten. Gut, ja, und das ist eine der wenigen Ausnahmen, wo ich super gerne mit Monovorfächern angel. Das ist wirklich auf der Distanz, weil ich möchte sicher sein, dass nach 36 Stunden und 4 Kontakten mit Brassen und zweimal Blesshuhn die Montage trotzdem für den nächsten Karpfen noch fangbereit ist. Probiert's mal aus. Danke.